Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Ihr wisst ja, ich habe nicht viel Skill bei Pixelgun 3D, aber ich versuche das immer hier mit Style auszugleichen. Deswegen werden wir heute was machen. Wir werden heute viel Gold ausgeben und zwar sehr, sehr viel Gold. Denn ich habe hier 1980 Gold und das werden wir heute alles in Goldskins umwandeln. Also Gold, Goldskins. Ja, das ganze Geld ist ja da, um ausgegeben zu werden. Also, ja, die Münzen und auch die Juwelen. Juwelen habe ich ja fast keine mehr, denn die habe ich im letzten Video ausgegeben, als ich hier versucht habe, eine neue Waffe zu bekommen. Ist nicht so, hat nicht so gut funktioniert, aber ja, wir probieren es heute einfach nochmal. So, wir geben das VIP alles weg und dann geben wir noch hier die 5 Münzen weg und auch noch den einen Juwel. Und dann würde ich sagen, spielen wir gleich mal hier ein paar Runden. Mal schauen, was wir hier bekommen. Wir bekommen 2 Teile vom Wikinger. Hat von euch jemand schon den Wikinger? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Und vergesst auf keinen Fall, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefällt. So, momentan kostet es nur 3 Juwelen, die wir hier reinbekommen. Und dann spielen wir es gleich nochmal. So, wir bekommen nochmal einen Teil. Ja, komm, einmal spielen wir es noch. Und da, somit haben wir nochmal 4 Teile vom Wikinger erhalten. Aber ich würde sagen, wir machen das alles nach dem ersten Kampf über Pixelgun 3D, denn es ist ja ein Pixelgun 3D Video und da wollt ihr mich natürlich auch etwas kämpfen sehen, damit ihr wieder schreiben könnt, Danny, du hast keinen Skill oder Danny, du hast kein Aim. Aber Leute, es macht mir einfach so verdammt viel Spaß hier Videos für euch zu produzieren, deswegen spiele ich hier einfach Pixelgun, auch wenn ich nicht der beste Spieler bin, deswegen Hashtag kein Skill, aber Style bitte in die Kommentare schreiben. Ja, wir spielen am außerirdischen Planeten, auf dem habe ich ja schon lange nicht mehr gespielt. Der ist sehr, sehr eigen zum Spielen, denn ja, er hat wenig Schwerkraft, deswegen ist man so lange hier in der Luft. So, wir gehen hier mal. Yes, wir haben hier den ersten Kill, Leute! Mit einer Sniper, ohne zu zielen. Ah, und da hat er uns mit dem Anti-Champion-Gewehr gekillt. Was sehr, sehr viele momentan spielen. Da spielen wirklich sehr, 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 sehr viele Leute. So, und der ist natürlich noch immer da drüben. Und hier holen wir uns natürlich gleich mal den Revanche-Kill. Wenn er sich nicht bewegt, ist er hier selber schuld. Es steht 4 zu 3. Und wo sind die Gegner? So, hier hat jemand schon das Spiel verlassen. Ah, ich verstehe das nicht. Wieso manche das Spiel verlassen? Nur weil sie jetzt mal einen Kill hinten sind oder sowas. So, wo bist du? Da ist ein Gegner. Ja, wir probieren mal zu zoomen. Vielleicht schaffen wir es hier mehr Aim zu gainen. Was nicht danach aussieht. Yes! So, Doppelkill, Leute. Doppelkill. Und irgendjemand greift mich hier an. Bist du... So, wir nehmen hier den Mech gleich mal. Denn somit haben wir gleich mal wieder mehr Leben. Und das ist das Gute daran. Sonst wäre ich hier gleich mal gekillt worden. So, da drüben ist ein Gegner. Der springt aber ziemlich hoch. Da ist noch einer. So, können wir den killen? Ich hoffe es doch sehr. Wir haben den... Yes! So, Challenge beendet auch gleich. Dreifach-Kill. So kann es gerne weitergehen. 6 zu 4 für unser Team. Gut. Ja, und noch ein Kill. Mehrfach Kill. Besiege 4 Gegner innerhalb. Ja, und so haben wir auch gleich mal ein paar Sachen hier freigespielt. Sage ich nicht nein dazu. So spiele ich das hier gerne, Leute. Es wird ja mit dem Aim. Es wird ja. Mit euren Tipps, die ihr mir hier immer gebt. Boah. Komm, noch einmal. Ein Hit noch. Nein. Ja, und somit noch ein Tod von oben. 130 Punkte Ultra-Kill. Awesome. So, schon lange nicht mehr so ein gutes Spiel gehabt, Leute. Unten ist noch ein Gegner. Aber jetzt wurden wir gekillt. Aber wir haben so viele Gegner jetzt gekillt. Da ist mir das eigentlich ziemlich egal. Aber ich stehe trotzdem 8 zu 8. Was ist mit meinen Mitspielern los? Was ist hier mit meinen Mitspielern los? So, haust die Knockout und auch einen Kill. Gleich mal mit der Atombombe hier gelandet. So, den Samurai holen wir uns hoffentlich den hier. Komm schon. Yeah, aber das war nicht mein Kill. Schade eigentlich. So, 11 zu 9. Es wird. Es wird. Ja, noch ein Kill. Doppelkill. 12 zu 10. Wir müssen uns hier halten. So, wir müssen uns hier wirklich halten. Oh, schnell die Waffe wechseln. So, zum Funkenhai. Ah, komm, fliegen wir hier lieber weg. Kill-Unterstützung. Oh, schade, dass es nicht mein Kill war. So, der da unten, der hat hier den Totenkopf oben. Das heißt, ich kann mir hier einen Revanche-Kill holen. Aber war leider nur eine Kill-Unterstützung.
Okay, dann eben nicht. Kann ich mich noch holen? So, wenn der schon so... Oh, und jetzt muss ich auch noch nachladen, ey. Aber das sieht nach einem Sieg für uns aus. Das sieht wirklich nach einem Sieg für uns aus. 14 zu 12 und wir bekommen 40 Pokale. Das heißt, wir sind erst in unserem Team. Wir haben ganze 8 Kills geholt. Richtig stark. Und ich war vom Level her eigentlich der Schlechteste. Nicht schlecht, und wir bekommen hier so viel. 30 Erfahrungspunkte, 3 Schlüssel, 6 Münzen, 3 Medaillen und 5 Kredite. Und wir können hier auch eine Truhe öffnen. Deswegen gehen wir gleich schnell mal zum Clan, um uns die zu holen. So, die tägliche Truhe gönnen wir uns gleich mal. Es gibt den Kerl und die Kampfschleudermaschine. Und dann gibt es noch 2 Münzen, Kampfschleudermaschine, Kerl und Gebirgswolf. Okay, ich hoffe, wir können bald hier eine neue Waffe und zusammenstellen. Aber Leute, jetzt, wie versprochen, werden wir uns alle Goldskins holen. Was richtig nice ist. Da haben wir richtig viel Style eigentlich. So, Waffenskins. Wir holen uns gleich mal den goldenen Friedensstifter-Skin. Nice. Dann holen wir uns den goldenen Säurekanonen-Skin. Nice. Dann gibt es den goldenen Drachen-Odem-Skin. Auch nice. So, goldener Geheimdienstgewehr-Skin, easy. Dann noch goldener Sturmhammer-Skin. Der hat ja vor dem Update mal 2000 Gold gekostet, deswegen holen wir uns den schnell, bevor er wieder so viel kostet. So, jetzt gibt es noch 3. Goldener Neutralisator-Skin, kaufen wir uns natürlich. Dann noch goldener Anime-Sense-Skin, auch kaufen. Und auch noch goldener Mega-Gewehr-Skin, kaufen wir uns natürlich. Und wir legen gleich alle Waffen mal an. Also, die, was schon Gold sind, dass wir hier ein Gold-Setup haben. So, den könnten wir eigentlich auch gleich verbessern. Oh, wir haben zu wenig. Schade eigentlich. Ha, das tut weh. Mega-Kanone wäre super zu verbessern gewesen. Egal, wir legen den mal an. So, hier, was gibt es hier in Gold? Der Elektroblast ist hier nicht Gold. So, Schrotflinte, die hatte ich doch schon, oder? Hey, ich will hier ein Gold-Setup machen. Dampfrevolver. Ja, den müssen wir uns wohl kaufen. Ist ein legendärer. Ich will hier wirklich ein Gold-Ding haben. Deswegen legen wir das jetzt einfach an. Auch wenn die Waffe nicht gut ist. Nahkampf gibt's eigentlich nichts, oder? Ah doch, den Sturmhammer. Ich Idiot. Gibt es doch. So, dann legen wir uns gleich mal an. Sturmhammer in Gold haben wir hier. Dann hier. Anime-Sense verbessern. Könnte man auch... Oh, ist free. Ja, dann machen wir das. Legen wir auch an. Ist in Gold. Hier natürlich den Neutralisator. Und dann hier legen wir noch an... Was gibt es hier in Gold? Die Geisterlaterne haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt. Ist auch nicht die beste Waffe momentan. Aber legen wir an. Legen wir alles an. Und somit haben wir ein All-Gold-Setup, wie ihr oben seht. Alles glänzt, alles ist Gold. Aber nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und auch nicht immer gut, Leute. Deswegen, ja. Ich finde die Skins, sie sehen zwar cool aus, aber man braucht sie nicht unbedingt. Ich wollte sie euch hier alle mal zeigen. Und sie mir alle mal holen. Und ja, nach diesem Kampf werden wir hier gleich mal auch noch alles öffnen, deswegen bleibt auf alle Fälle dran. Wir spielen jetzt mal, ja, ich glaube, wir sollten jetzt einen Teamkampf spielen. Wo spielen wir? Im Arena 52 Labor. Das ist eine gute Arena. Finde ich, ist eine gute Arena. Spielen wir ja selten, obwohl das richtig gut ist. Und wir können ja dann auch noch ein paar Dinge einlösen. So, wir spielen gleich mal hier mit dem Neutralisator und seht euch das an, wie nice das aussieht, dass hier unten einfach alles Gold ist. Ah! Den haben wir zwar einen Headshot gegeben, Dead Boy, was einen richtig geilen Skin hat. Das ist einfach überall ein Kopf oben, aber er ist nicht draufgegangen, obwohl wir eigentlich den Neutralisator hier hatten. Ah. So. Okay, der hängt jetzt einfach mal in der Luft rum, der laggt hier durch die Gegend, aber, Leute, aber, wir sind hier vorne mit unserem Team. Wir sind hier vorne, obwohl... Ja, okay, wir sind nicht mehr vorne. Schade. Da ist ein Portal. Ich gehe da gleich... Okay, nee, das bringt eigentlich gar nichts. Boah, jetzt geht's ab. Wir haben sogar einen Unsichtbar-Kill bekommen. Das sind alle auf einem Fleck gestanden. Das wäre natürlich auch mit der Geisterlaterne ein gefundenes Fressen gewesen, aber... Ihr wisst ja, die Geisterlaterne macht hier gerade nicht viel Schaden. Ah! Ja, es ist natürlich blöd, wenn die alle beim Eingang warten und einfach nur drauf losballern. So, das ist Gold, 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 Gold. Oh, und nochmal Gold. Sieht schon ziemlich, ziemlich krass aus hier. So, ich mache hier mal einen Screenshot, weil es eben so krass aussieht hier. Alles Gold. Ein Voll-Gold-Setup.
Ja, muss man nicht unbedingt haben. Bringt auch nichts, ehrlich gesagt. Aber, ja, ich wollte es euch einfach nur zeigen. Und um das geht es hier. Baram, bam, baram, bam. So, wir schmeißen hier auch gleich mal sowas rüber. In der Hoffnung, dass es irgendwie funktioniert. So, dreifach Kill. Okay, nice. So, und jetzt sind wir gar nicht mehr mal so weit hinten. 19 zu 20. Und wir machen, schlagen uns eigentlich gut, obwohl wir hier für unser Level sehr, sehr schwache Waffen dabei hat. Und der Typ hatte den Wikinger. Ich will auch den Wikinger haben. So, jetzt geht's ab. Wir haben hier einmal Samurai-Mech, einmal den normalen Mech. Da kann es nur gut gehen. So, 22 zu 22. Schaffe ich hier den Unsichtbar-Kill? Nein. Schade. Schade, schade, schade. Es hätte viel gegeben. Es hätte viel Punkte gegeben. 23 zu 24. So, ich snipe hier mal raus. Yep. So, kommen hier noch mehr. Hm, da drüben sind genügend. So, wir hauen hier mal die Atombombe rein. In der Hoffnung, wir bekommen vielleicht einen Kill. Komm schon. Bitte, wenn ich jetzt... Oh, no. Kein Kill für uns. Aber das ist so verdammt knapp gerade. Ah! Ich treffe nichts. Ich treffe nichts mit meinem Aim. Es ist so knapp, der Kampf. Es ist wirklich ein knapper Kampf, aber wir verlieren hier leider. Leider verlieren wir hier. 30 zu 32, minus 10 bekommen wir hier. Aber wir haben uns gut geschlagen. Wir waren, glaube ich, nicht so schlecht. Ja, wir haben schon wieder 10 Kills. 10 Kills, Leute. Nicht so schlecht. Und jetzt werden wir hier oben noch ein paar, ja, Sachen öffnen, würde ich mal sagen. Wir haben ja hier einiges hier noch zum Einlösen. Oh, das geht nicht. Geht das? Ja, das geht noch. Das alles weg. Ja, komm, Preis erhalten. Was gibt's hier? Bekommen wir vielleicht 100 Teile des Gladiators? Das wäre schon cool. Nö, wir bekommen 2. Aber wir haben noch ein paar Juwelen. Komm, wir schmeißen die raus. 5 Teile. Und hier noch 5 Münzen. Okay. Okay. Na gut. Na gut, ein Ei können wir uns auch noch holen. So, mein Pixelgun hat sich anscheinend schon wieder aufgehangen. Vielen, vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, Daumen nach oben geben wäre auf alle Fälle eine coole Sache. Und falls du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich auch natürlich sehr über ein Abo freuen. Und falls du das nächste Video nicht verpassen möchtest, dann unbedingt die Glocke unter dem Video aktivieren. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut und haut rein. Und nochmal rein in die Kommentare. Kein Skill, aber Style. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao.